Ja, die Brauerei gibt es seit 1621. Also so ein Sud dauert circa 6 bis 8 Stunden. Später kommt das Ganze dann in den Gärkeller über den Würzeweg. Das heißt, der Würzeweg ist bei uns das Kühlschiff und Berieselungskühler. Das ist ein sehr altes Verfahren und ich weiß auch nicht, ob nur einer in Österreich das so macht. Wir haben das sogenannte, heute ein modernes Wort, Slow Brewing. Das heißt, wir lassen dem Bier Zeit für die Nachgärung. Die dauert bei uns zwischen 10 und 12 Wochen beim Märzenbier. Und dann wird es abgefüllt. Das Schönste am Bierbrauen ist, dass man was erzeugt. Und Bier mag ich gern und dadurch tue ich gern Bier brauen. Ja, mein Name ist Steinlechner Günther und ich bin der Braumeister, Stellvertreter vom Augustinerbräu Klostermühlen.